Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. In diesem Video geht es um die fünf Bewusstseinsstufen, wenn es darum geht, einen Neukunden zu gewinnen. Und wir alle, egal ob es in der IT-Branche ist oder wo auch immer, wir sind darauf angewiesen, für jedes Geschäft Neukunden zu gewinnen, immer mal wieder Neukunden zu gewinnen, allein nur aus den Bestandskunden heraus, wird es schwierig sein und langfristig zu wachsen. Ja, es gibt natürlich Einzelfälle und ich habe da auch schon einige IT-Systemhäuser oder Softwareentwickler-Spezialisten, sagen wir so im BI, Business Intelligence-Bereich, habe ich mal für welche gearbeitet, die, sagen wir mal, mehr oder weniger mit BMW groß geworden sind, ja, und eigentlich nie einen anderen Kunden hatten über viele, viele Jahre hinweg, wie nur BMW, aber auch dem Vorstand war es dann eigentlich etwas unwohl, weil er einfach, ja, sagen wir mal, don't put all your eggs in one basket, ja, also zu viel Klumpenrisiko hat. Ja. Das heißt, Neukundengewinnung ist nicht nur ein Mittel und Zweck, um mehr Umsatz zu generieren oder Wachstum generell in deiner IT-Unternehmung zu bezwecken, sondern letztendlich ist es auch ein Risikomanagement. Risk Management, einfach das Risiko auf mehrere Kunden zu verteilen. Wenn mal ein Kunde wegfällt, dann ist es eben nicht ganz so schlimm, wenn du eben 30 Kunden hast, die jeweils eine Million bezahlen im Jahr, als wie wenn du halt nur ja, fünf Kunden hast, die jeweils 3 Millionen bezahlen oder fünf. Und so gesehen ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt und kann man einfach nicht genug betonen, dass Neukundengewinnung essentiell ist für die langfristige Planung eines Unternehmens. Der gesunden Entwicklung eines Unternehmens und dass es eben floriert und auch noch in 5 oder 10 oder 15 Jahren ja, angenehm ist, in diesem Unternehmen eben zu arbeiten oder wenn es dein Unternehmen ist, dass du dort eben weniger Risiko hast im Endeffekt. Und da gibt es diese fünf Bewusstseinsstufen, die grundsätzlich auf alles betreffen, die grundsätzlich jedes Geschäft betreffen. Ja, das ist völlig egal, ob es jetzt in der IT-Branche ist, aber es funktioniert eigentlich immer so. Und die erste Stufe ist Unbewusstsein. Ja, das ist nun mal das, wenn du sagst, jetzt mal auf die IT-Branche typisch übersetzt, du gibst jetzt eine Telemarketing-Agentur, ja, eine Whitelist und eine Blacklist und auf der Whitelist stehen, sagen wir mal, 600 Firmen, Blanko-Firmennamen und du möchtest dort gerne mal rein telefonieren lassen, ob wieder die Bedarfssituation ist. Ja? Ich habe lange Jahre in Telemarketing-Agenturen oder auch Digitalagenturen gearbeitet und habe dort Dutzende, vielleicht sogar hunderte Kampagnen miterleben dürfen, wo das eben so der Fall war, mehr oder weniger. Das heißt, du hast eigentlich gar keine Informationen irgendwie über eine bestimmte Anzahl von Firmen und beauftragst dann eine Telemarketingagentur, dort einfach mal, sagen wir mal, kalt rein zu telefonieren. Ja, das ist letztendlich dann die Chance ist relativ hoch, dass in dieser Liste natürlich sehr viele Firmen sind, die sich ihrer Probleme oder sozusagen der Probleme, die du suggerierst, dass sie sie haben, noch nicht mal bewusst sind und für die du dann natürlich eine Lösung hast. Ne? Also du angenommen, es sind jetzt 600 Firmen aus der Maschinenbaubranche und du gehst davon aus, dass sie noch kein CRM haben oder einfach ein sehr schlechtes CRM. Ja? Und du telefonierst da rein oder lässt da rein telefonieren als IT-Unternehmer. Und die Hürde, ein Unternehmen oder ein Geschäftsführer eines Unternehmens ich bin mir dessen das Problem noch gar nicht bewusst, dass wir ein CRM brauchen oder dass wir ein schlechtes CRM hätten, ja, oder
dass unser CRM schlecht integriert wäre, ja, in Serviceabteilung, in Marketingabteilung, in Produktionsabteilung, oder schlecht angebunden zu unseren Lieferanten oder Kunden und so weiter oder Händlern und Partnern. Der Sprung, sich eines Problems noch gar nicht bewusst zu sein, bis hin zum Problembewusstsein, ist die größte, mitunter die größte Hürde. Ja. Und hier muss man sehr viel Aufwand betreiben, sehr viel Überzeugungskraft. Und deswegen wollen wir natürlich möglichst schnell hier eine Filterfunktion drinnen haben, dass wir sagen, ja, wir wollen erstmal mit den sogenannten Low-Hanging Fruit, also mit einer Hebelwirkung, das heißt, wir wollen mit den Unternehmen sprechen, die eventuell schon das Problembewusstsein haben, weil wir dort natürlich sehr viel schneller zu unserem Ziel kommen, hier unser Produkt oder Dienstleistung und/oder Produkt oder Dienstleistung zu verkaufen, ja, zu platzieren. Und da gibt es verschiedene Marketingstrategien, diesen Funnel, das ist sozusagen, man kann sagen, von der ersten Position bis zur fünften Position, das ist sozusagen der Trichter, die Pipeline, durch die du immer hindurch musst, egal was du anbietest. Da gibt es verschiedene Marketingstrategien. Und die erste Strategie ist der Lead-Magnet. Der Lead-Magnet, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, kommt das sozusagen aus dem Marketing, Online-Marketing, Fachjargon. Es ist endlich was, auch manchmal Tripwire genannt, ja, Stolperdraht auf Deutsch übersetzt, ist ein bisschen, ja, doof übersetzbar in die deutsche Sprache. Da geht es eben darum, die Leute anzuziehen, die sich eines Problems schon bewusst sind oder auszufiltern möglichst, die sich eben eines Pro bestimmten Problems schon bewusst sind, wie ich es eben gerade erklärt habe, um dann relativ schnell in die nächste Stufe zu kommen. Und dieser Lead-Magnet, das kann zum Beispiel sein ein White Paper, das kann eine Werbeanzeige sein und so weiter. Da komme ich dann gleich noch drauf. Die nächste Stufe, Lösungsbewusstsein, die Strategie hier ist der Terminmagnet. Ja, das heißt, hier geht es dann letztendlich schon darum, ins Gespräch zu kommen, mit One-to-One-Gespräche, telefonisch und so weiter. Die nächste Stufe, Produktbewusstsein, da wäre die Strategie der sogenannte DC, Discovery Call. Das heißt, hier gehen wir schon mal in Video-Sessions rein. Vor Corona oder vor der Pandemie war das noch so sagen wir mal, der Handelsvertreter oder der Außendienstler, der halt in einer bestimmten Region, sagen wir mal im Umkreis von 200 bis 300 Kilometern, eben vorbeigefahren ist und hat halt auch schon diese privaten Termine eben wahrgenommen. Ich glaube, heutzutage machen das weniger. Jetzt wird es hauptsächlich oder überwiegend halt über Teams oder Zoom oder ähnliche Tools eben abgebildet, was natürlich sehr viele Kosten auch spart. Und dann letztendlich sind wir im fünften Modus, in der fünften Stelle, wo wir hier bereits einen bezahlten Workshop dann starten und dann häufig schon den gewissen Return Invest verspüren in diese ganzen Marketingkampagne. Welche Methoden gibt es jetzt sozusagen, diese fünf Stufen zu durchlaufen? Ganz klar, um hier überhaupt erstmal auf die Stufe zu kommen, eine Liste uns aufzubauen mit Firmen oder sagen wir mal Personas, Target-Accounts, wo wir suggerieren, dass diese sich ihres Problems bewusst sind, ja, das rauszufiltern. Das geht mit zwei Methoden, also online oder offline. Eine Kombination ist natürlich auch sehr möglich und wertvoll. Und das geht aber nur unter sogenannte Push-Werbeanzeigen. Das geht natürlich nicht, was hier absolut nicht funktioniert, sind Google Ads. Warum? Weil Google Ads nur funktionieren für intrinsisch motivierte User, ja, potenzielle Kunden, Prospects, die bereits intrinsisch motiviert sind. Was bedeutet intrinsisch motiviert? Das bedeutet, dass die bereits nach einem Problem suchen. Und nur jemand, der sich seines Problems bereits bewusst ist, kann auch nach einem Problem suchen. Das heißt, das fällt schon mal komplett weg. Das heißt,
Hier kommen nur Facebook, ja, also Displayanzeigen, sprich Facebook und LinkedIn in Frage. Was anderes würde ich nicht empfehlen. Es gibt natürlich dann noch die Möglichkeit, dass man das kombiniert mit Werbeanzeigen, sagen wir mal Banneranzeigen auf verschiedenen technischen Magazinen in der IT-Branche. Ja, da gibt es zum Beispiel ebusiness.de, da kann man einen Deal machen, dass man seine Banner dann anzeigt, wenn verschiedene Webinare dann angeboten werden, etc. Also das ist dann auch noch, kann man noch kombinieren, aber die Reichweite ist häufig sehr spezifisch und aber auch sehr begrenzt. Ja, denn die User, die bereits auf einer Plattform sind wie ebusiness.de, die sehen auch schon gleichzeitig eine Menge Mitbewerber. Ja, also es ist halt natürlich Pro und Contra und sind sich auch schon, sag mal, das sind halt nicht die dabei, die nur eine kleine, sag mal, ein kleiner Ausschnitt vom gesamten Potenzial. Denn die allerwenigsten, sag mal, Maschinenbauer, wenn wir auf das Beispiel zurückkommen, kennen ebusiness.de. Ja, muss man ganz einfach so sagen, oder solche, sagen wir, Magazine und so weiter. Also das ist ja nur ein ganz kleiner Teilbereich. Das heißt, hier Push-Werbeanzeigen oder das gute alte DMC. Das heißt, die nächste Stufe wäre einfach Cold Calling. Ja, warum? Weil du über Push-Werbeanzeigen natürlich Leute aufwärmen kannst, aber auch nicht alle. Ja, denn es gibt natürlich eine ganze Menge interessante Prospects, die sich jetzt nicht unbedingt so stark auf Social Media herumtreiben. Warum? Weil ja, sogenannte hochkarätige Entscheider einfach teilweise durchgetaktet sind bis ins Unendliche und gar nicht die App auf ihrem Handy zum Beispiel haben, wie zum Beispiel eine Facebook-App. Ja, LinkedIn schon eher, das ist nochmal ein Spezialfall, sehr interessant, aber da kann auch ein Klick bis zu 20, 30 Euro kosten. Ja. Ein Klick, ja, das ist also noch kein Lead. Ja. Und das heißt, da sollte sich da schon die Frage stellen, ob man das nicht mindestens kombiniert mit einem professionellen Teleakquisiteur, ja, der einfach telefoniert oder das beides beherrscht oder einfach ja, direkt ins Gespräch versucht zu kommen, oldschool-mäßig, ne? Analog bzw. Dialog. Die nächste Stufe Methode wäre hier für den Terminmagnet natürlich auch telefonisch. Ja, also das Ganze nochmal weiter zu filtern, dann viele sogenannte Leads, die du über einen Leadmagneten bekommst. Ja, das sind die sogenannten MQLs, Marketing Qualified Leads, die du sozusagen, wo du also die abfischen möchtest, die ein Problem haben. Und die du sozusagen jetzt nochmal darauf aufmerksam gemacht hast, dass du die Lösung hast. Ja? Sind je nachdem, wie du den Funnel aufsetzt, mehr oder minder qualifiziert. Das heißt, du musst unbedingt nochmal telefonisch und in Kombination mit E-Mail nachqualifizieren. Das ist ganz, ganz wichtig und unerlässlich. Ja. Dann die nächste Stufe, da wäre dann die Methode, dass du letztendlich zum ersten Mal einen Live-Call aufsetzt. Ja, das sollte nicht unbedingt länger wie 30 Minuten sein, weil man sich hier eigentlich nochmal sozusagen ein bisschen näher abtasten möchte, ein sogenannter Discovery Call. Das heißt, es ist mehr oder weniger ein Kennenlerngespräch. Du hast bis zu diesem Punkt, bis zu dieser vierten Stufe, ja, so gut wie es geht vorqualifiziert per Telefon, aber auch ganz klar, und das ist der ganz große Unterschied zwischen dem Terminmagnet oder alles, was bis zur dritten Stufe geht. Du hast hier noch keinen festen Termin vereinbart. Ja, der erste feste Termin, wo dein Gegenüber, ja, dein potenzieller Neukunde sagt, ich nehme mir jetzt extra explizit 30 Minuten meiner Zeit und buche das in den Terminkalender rein für dich. Und dann reden wir mal, ob wir da eine Schnittmenge sehen. Das findet erst im Produktbewusstseinsstufe statt. Ja, davor waren das, sagen wir mal,
Cold Calls oder sagen wir mal, Semi-Cold Calls, aufgewärmte Leads, die du ansprichst, sagen wir mal, ja, Unterbrechungsmarketing, sagt man auch so schön, ja, Push, Unterbrechungsmarketing. In dieser vierten Stufe, wo wir jetzt uns bewegen, hier mit dem ersten Live-Call für 30 Minuten, geht es zum ersten Mal darum, dass du Sog, ja, entwickelst. Das heißt, jetzt will der Kunde was von dir. Er will also sozusagen dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Lösung wahrhaftig kennenlernen und sehen, ob das mit seinen aktuellen Problemen überlappt. Ja. Ja, und dann, wenn du hier durch bist, sozusagen, wenn dein Match stattgefunden hat, ja, die Überlappung, die Schnittmenge groß genug war, dann geht es sozusagen weiter in den nächsten Live-Call, aber da geht es dann schon letztendlich meistens mindestens 2 Stunden plus, einen sogenannten Deep Dive. Dort werden meistens auch schon Anforderungen besprochen gemeinsam und auch geschaut, wie kann man jetzt sozusagen den Kunden natürlich konvertieren in einen bezahlenden Kunden, bezahlenden Workshop, um hier erste Return Investments zu generieren. So, das war sozusagen das Video zu den 5 Bewusstseinsstufen. Ich hoffe, das hat nochmal ein bisschen Klarheit reingebracht, denn dieses Schema, das kann man anwenden auf egal, was du anbietest da draußen, ja, egal was an IT, Software, Dienstleistungen, Produkten, Kombinationen, Strategieberatung, es ist wirklich egal. Selbst wenn du nicht aus der IT-Branche bist, auch genau das Gleiche. So funktioniert es. Kannst du wirklich glauben, ich mache das Ganze schon so viele Jahre, ja. Und wirklich rauf und runter. Und ich weiß nicht, ich habe bestimmt 30.000 Discovery Calls in meinem ganzen Leben schon gemacht, ja, in der IT-Branche zu ganz bestimmten Produkten und Dienstleistungen. Und es funktioniert nicht ohne telefonisch. Also man kann gewisse Prozesse teilautomatisieren. Ich finde es auch sehr gut, wenn man das macht natürlich, wenn man so kleine Helferlines einbaut, ein bisschen vernünftiges, ja, wenn man vernünftige Teilautomatisierungen hat und vernünftige Prozesse. Prozesse sind unabdingbar, also Prozesse sind nicht, also selbst wenn man wenig Automatisierung hat, die Prozesse sind noch wichtiger, noch viel wichtiger wie Automatisierung oder andersrum gesagt, ohne Prozesse gibt es auch nicht viel zu automatisieren. Ja. Das ist ja immer das, ne? Das Buzzword Automatisierung oder Marketing Automation bei Firmen, wo noch gar keine Prozesse definiert wurden, ja, also keine festen. Das ist immer das, ja, immer die, wie sagt man schön, das Pferd vor die Kutsche spannen oder so ähnlich, oder die Kutsche vor dem Pferd oder irgendwie gibt es so einen Spruch. Und wenn dich das so interessiert, dann können auch wir gerne mal ins Gespräch kommen. Dann trag dich hier unten einfach bei klein-marketing.com ein oder ruf mich kurz an und dann wird entweder ein Assistent von mir dich entgegennehmen oder ich werde auch mich bei dir melden. Und dann schauen wir mal, ob wir da mal 15 Minuten ein kostenloses Analysegespräch hinbekommen, wie auch ich dir weiterhelfen kann, wie ich es schon bei ganz vielen Kunden gemacht habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du bis jetzt da drin geblieben bist, dann gib dem Video bitte einen Daumen hoch und teile das Video vielleicht mit Kollegen, ja, oder Leuten, wo du denkst, denen könnte es auch weiterhelfen, ein bisschen mehr Klarheit bringen. Ja. Klarheit ist der erste Schritt zum Erfolg. Klarheit, Struktur, Prozesse, Automatismen, Systeme und dann Vollgas. Ja. In diesem Sinne. Dein Thomas Klein, Happy Hunting und wir sehen uns im nächsten Video. Lass mir einen Kommentar da, wenn du noch Fragen dazu hast oder generell. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, ciao, ciao.